Sag Alari, dass du dich um Renato gekümmert hast. Also das ist auf jeden Fall die bessere Variante, als ihn zu töten. Oder überhaupt jemanden zu töten. So. Weil so bleibe ich auch mit Zwillingsulmen, kann ich mir meinen Ruf mit Zwillingsulmen etwas verbessern, ohne dass jemand drunter zu leiden hat. Ich meine, ein valianischer Kaufmann, der mich auch noch anlügt. Gut, das war eigentlich nur faire Gerechtigkeit. Er hat mich angelogen, ich habe zurückgelogen. Wobei ich glaube, ich da einen wunden Punkt getroffen habe, so schnell wie der gerannt ist. Du bist an unserem Herd willkommen. Welche Kunde bringst du? Renato würde keinen Ärger mehr machen. Er hat die Stadt verlassen. Alari nickt lächelnd. Ich freue mich, dass du Renato überzeugen konntest, auf seinen eigenen zwei Beinen zu gehen. Es hätte nur Arbeit gemacht, ihn auf einer Barre zu entfernen. Alari nimmt einen kleinen Beutel aus ihren Rum und drückt ihn dir in die Hand. Du hast gute Arbeit geleistet, Destramor. Nimm dies für deine Dienste. Und solltest du Kräuter und Tinkturen brauchen, in meinem Laden wird man dich immer gut behandeln. Also ja, sie ist wirklich mehr oder weniger fair, was das angeht. Also sie ist wirklich so eine, wenn man mit ihr nett ist, dann ist sie auch nett zu einem selber. Zeig mal, was du so zu verkaufen hast. Ich habe beschlossen, Alari dabei zu helfen, Renato loszuwerden. Ich habe den valianischen Kaufmann konfrontiert. Er ist unter dem Druck zusammengebrochen und hat die glafantaische Stadt überstürzt verlassen. Das ist auf jeden Fall besser als ja, als dass einer von beiden Parteien sterben musste. Wahrscheinlich hat sie einen Laden auf dem Markt, aber da will ich jetzt mal nicht hingehen. Vor allem Tränke kaufen ist ein bisschen sinnlos. Kräuter kaufen und Tränke selber machen ist irgendwie billiger oder Kräuter finden noch besser. Das Einzige, was halt für die Schriftrollen und für die Waffenverbesserung vor allem. Nebenbei Waffenverbesserung, ich habe immer noch nicht meinen zweiten Rubin. Was habe ich denn hier? Ein Käfer als Begleittier. Achso, der aus dem Käfig. Gut, wohin geht's jetzt als nächstes? Gucken wir mal kurz auf die Hauptquest. Der flüchtige Mörder. Altlied und Ulmcup gewährt. Sie schlug vor, dass du im Ulmcup spreche. Okay, kann ich noch mal einen fragen? Schade, ich kann gerade keinen über die Stadtviertel ausfragen. Altlied sieht nämlich so aus, als ob das da ist, wo die Druiden hausen. Und Ulmcup, da stehen die Zwillingsulmen. Ich weiß es nicht, der Typ am Anfang. Ich weiß nämlich nicht, wohin ich wie hieß er nochmal? Hieravias mit hinnehmen sollte. Sprechen wir nochmal mit dem am Anfang. Hier, der hier. Was kannst du mir über Zwillingsulmen sagen? Templin Altlied? Ja, genau, okay. Das ist alles. Danke. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Dann gehen wir von hier aus los. Also Ulmcup ist als nächstes dran. Ivarias wollte ja mit nach Altlied, damit ich weiß nicht, was er dort will überhaupt. Naja, er ist ein Druide. Er will wahrscheinlich mit den Druiden dort über irgendwas sprechen.
So, aber Hevarias ist ja leider noch beschäftigt für wie viele Stunden? 21, okay. Gucken wir uns mal kurz die Karte an, die wir netterweise bekommen haben. Glafantanische Häuser, Bezirk Altlied, Bezirk Herdlied, Glafantaner Haus, der Goldene Hain, Ter Evoran, die Zwillingsulm, sehr schön. Halle der Krieger, blutiger Sand, Jäger. Friede möge an deinem Herd herrschen. Okay. Klauen tun wir natürlich wie immer nicht. Ich will mir erstmal die Häuschen hier anschauen. Also ja, ich habe gesagt, ich fokussiere mich auf die Hauptqueste, aber ihre Hände haben unsere eigene Stadt in Brand gesteckt und sie nennen uns unzivilisiert. Okay. Hier können wir. Ah, hier oben können wir ohne zu stehlen. Eher Glanzfahrt. Ulmenkap Wohnhaus. Auch nur klumpige Heumatratzen. Also ja, ich bin überzeugt, wir haben jetzt mit dem Händler die richtige Wahl getroffen, weil nachdem ich auch die Reaktion von ihm bemerkt habe, als wir ihm sein Geld zurückgegeben haben. Nee, das war nicht richtig. Wir haben ja schon gemerkt, die Valianer sind ein bisschen eigensinnig, selbstverliebt, überzeugt. Sollten wir sie nicht unbedingt noch darin unterstützen? Beschützer. Sei auf der Hut, Estamor. Der Kompass der Führung mag vertrauensselig sein, ich bin es nicht. Keilergefährte Jäger, selbstbewusster Stammesangehöriger. Ein dunkles Omen, selbst die Delingma konnte nämlich aufhalten. Eine glafantanische Frau starrt zu Boden. Ihre buschigen Augenbrauen lunzen sich in glatter Linie. Noch nie ist ein Mann mit so großer Leichtigkeit da durchgekommen. Ein Zeichen, ein dunkles Zeichen. Ein Elf bewegt seine Hand mit in einem Bogen über dem Boden. Es ist geschehen. Am Ende der Bewegung verschließen sich seine Finger zu einer Faust. Wir hätten es nicht vorhersehen können, auch die Delemengar nicht. Estremor. Die Frau schüttelt ihren Kopf. Und was sagt uns das? Sie bemerkt dich und zieht ihren dichten Augenbrauen schon überraschend hoch. Estramor, bitte entschuldige uns. Hier unter den Bäumen sind wir deine Art nicht gewöhnt. Wenn wir dir helfen können, tun wir es. Erzähl mir von dem Mann, von dem du sprichst. Kein Glafantaner ist in den Turm eingebrochen, hier in Ulmkap. Niemand hat ihn kommen sehen, nicht einmal die Delemgarn. Er hat sich lautlos bewegt wie ein Stelgier in den Schatten. Unsere Jäger haben ihn erst bemerkt, dass es schon zu spät war. Aber wir hörten das Knacken der Steine, als er Ter Evran betrat. Ein dunkles Omen, sage ich. Was sind Delemgarn? Sie sind uralte Kinder der riesigen Ulm. Unser Volk lebt mit den zwei Schwestern im Frieden, seit wir vor Hunderten von Jahren hier angelangten. Die Delemengan nennen uns Freunde. Wir nennen sie unsere Verwandten. Unser Schutz, ihre Weisheit. Wir teilen eine starke Verbindung. Sie haben schon immer im Schatten der großen Ulm gelebt. Geh, bis du den Strom überquert hast, so findest du die Delemengan-Schwestern. Okay. Das ist schon mal ein Wort. Er ist nur ein Mann, mächtig, aber nur ein Mann. Ah ja. Keiner Gefährte von einer besorgten Jägerin, wenn ich richtig gesehen habe. Ah ne, von einer normalen Jägerin. Okay. So, in dem Haus, da waren wir noch nicht drin. In dem Haus waren wir auch noch nicht drin. Ich sammle jetzt aber erstmal Kräuter hier ein. Und dort ist das, geht's zum Bezirk Altlied rüber. Ah ja. Gucken wir mal in die Häuser erst noch rein. Dann gucken wir uns die Kriegerhalle an, dann das Podest oder andersrum, so geht es glaube ich einfacher. Und dann werden wir wahrscheinlich vor der Brücke speichern, bevor wir hinübergehen. Hier ist nichts, nur ein leeres Lager. Eine Schneekappe und das andere können wir nicht nehmen. Da können wir uns aber was angucken. Hä? Oder auch nicht.
Wir kriegen hier zwar einen Tooltip, aber wir können hier nichts anklicken. Wir können nur den Fisch mitnehmen. Ich wünsche, ich könnte irgendwo rasten, wo ich tapfer, Verfassung und Machtboni kriege. 9% Schaden sind doch ein bisschen was. Zumal die Schadenswerte eh recht niedrig sind. Naja. Kann man sehen, wie man will. Ich meine, er macht 30 bis 44, das sind 10%. 3 bis 4 Schaden nur. Das könnte eigentlich, ist wenig oder auch viel, je nachdem wie man es sieht. Und ich habe gerade auch großzügig gerechnet. Stammesangehörige, die haben wahrscheinlich auch nichts zu sagen. Bei den Händlern sollte es so weniger Offenheit. Ah ja, okay, die haben auch nichts Besonderes zu sagen. Und wir sind mittlerweile, wenn ich richtig gesehen habe, glaube ich sogar schon Level 11, oder? Jo, das heißt, wir haben noch ein Level. Gut, ich mache trotzdem alle Quests, allein schon der Vollständigkeit halber. Krieger und Stammesangehörige. Estramon werden ihre Krieger. Okay. So, das heißt, ich könnte hier rüber gehen. Ovatinnen. Oh, das sind die Ovaten. Ob ich schon zu denen will? Ich glaube nämlich, dass Hivarias zu den Ovaten rüber wollte. Fragen wir mal die Kriegerin lieber über die Kriegshalle. Weniger gesprochen, weniger zu bereuen. Ah ja. Stelgier. Eine Beratsfolge. Das klare Wasser schmeckt süß und erfrischend. Und das ist auf der anderen Flussseite. Okay. Gut, das heißt, wir gucken. Jägerbruder, den Stämmen ausgeliefert. Das hier sind die Quests der Leute. Außer Meister der Tiefe natürlich. Also ja. Das heißt, ich hätte doch hier mit Hivarias herkommen müssen. Ort entdeckt, Halle der Krieger. Artwin, das ist glaube ich für die eine Quest mit dem Jägerbruder. Ja, das machen wir doch mal. Reden wir mal kurz mit Artwin. Ein schlaksiger Jäger pflegt sich den Bart, einen lückenhaften blonden Pflaumen, während er aufmerksam einer jungen Elfin lauscht. Sie flüstert ihm etwas in die geröteten Ohren und kichert. Der Kopf noch immer gesenkt, antwortet er mit einem breiten Grinsen. Der Jäger bemerkt dich, er räuspert sich und richtet sich auf, um würdevoll zu erscheinen. Ich habe dich erwartet. Was? Mein Stab hat mir gesagt, dass du die Wahrheit über Homosexie sagen sollst. Er kämmt sich seine Speiche Stopplung und wirft der Elfin einen Blick zu. Nun, Artwin versteckt sich nicht vor der Wahrheit. Frage und ich werde antworten. Erzähl mir von deinem Stamm. Wir sind jung, der jüngste Stamm in Erglandfahrt. Artwin zögert einen Augenblick, kratzt sich den Bart und breitet dann seine langen Beine auseinander. Aber wir sind nicht schwach. Die anderen Stämme haben ihre Geschichte und nun schreiben wir die zweimal gespaltenen Pfeile unsere eigene. Artwin streckt die Brust heraus und schlägt sie mit der Faust drauf.
Wir sind wahre Glafontana, wahre Jäger. Ich habe bewiesen, dass wir würdig sind. Sein gaumener Frau erstrahlt wie ein breites Lächeln. Ich war es nicht, Fiorum, der den riesigen Stegier getötet hat. Was ist mit ihm geschehen? Apfel blickt nach unten und legt sich die Lippen. Fiorum, er streichelt die blonden Stoppeln von seinem Mundwinkeln fort. Jeder Stamm weiß um seine Stärke, ein Jäger mit großem Namen. Doch dieses Mal geriet er ins Hintertreffen. Wir sahen den großen Stegier auf der Wachpostenerhöhung über dem Wasserfall der Nordlandschaft. Er lauerte auf Beute, Artwin schüttelt gleich den Kopf. Fiorum wollte, dass wir uns aufteilen. Er wollte die Bestie zum Fluss locken, ich sollte sie flankieren. Der Jäger kratzt sich seine geröteten Ohren. Aber die Bestie kam nicht herunter zum Flusssucher, also versuchen wir sie auf der Anhöhe zu umkreisen. Ich kletterte schneller und da war sie bereit, mich anzufallen.